Hi bei Pardauz, mein Name ist Nico und ich spiele wieder Nioh, Part Nummer 2 von der Last Chance Pro Beta Demo Schissel. Und wir sind noch in der ersten Mission, Mission Stufe 5, Erinnerung an Todeslilien, erforsche die Geheimnisse von Futamata. Und wir haben jetzt hier aufgehört, nachdem wir diese Tür geöffnet haben, weil ich fand, das war der perfekte Zeitpunkt. Die Folge ging bestimmt auch schon eine Stunde oder so. Ich habe da jetzt keine feste Folgenzeit, ich mache das eher nach Gefühl. Ich hoffe, es war nicht zu lang oder zu kurz für euch. Das kann ich doch bestimmt runterkloppen. Hamaya, Pfeil. So, gucken wir mal gleich. Ah, ein Kodama. Rückweg zeigen. Guck mal, Digga, da. Genau. Hier geht's wieder in so eine Waldgegend. Okay. Boah. Ja, die sind nicht schwer, aber komisch. Möchte ich mal sagen. Wetzstein. Oh Gott, die Map ist aber echt riesig, oder? Wo? Ich hab... Gut, dass ich geblockt habe. Oh, scheiße. Boah. Ich glaube, hier trifft er mich nicht mehr, oder? Er lebt noch, nein. Also, was die teilweise für ein Aiming haben, ne? Die Gegner, es geht echt auf keine Kuhhaut. Gucken wir mal, wo es hier lang geht. Okay, jetzt ein neuer Kodama-Tempel. Den aktiviere ich. Dann habe ich den schon mal. Und dann weiß ich nicht, ob ich hier unten lang gehen soll oder halt oben. Magie habe ich hier noch gar nicht gemacht. Dann mache ich Magie nochmal hoch. Pomelo. So, was kann ich machen? Nichts. Dann lasse ich das. Ist der da oben geschossen hat, ist wahrscheinlich wieder am Leben. Ah, hier ist auch nochmal richtig viel Weg. Und da hinten liegt auch noch was. Was haben die nur für eine riesen Map hier schon wieder veröffentlicht? Ich glaube, ich gehe doch erstmal oben lang. Ich weiß es echt nicht. Ich kann mich nicht entscheiden. Lebt der wieder? Der lebt wieder, ne? Ja. Ah ja, der ja dann auch. Gut. Ist wirklich nicht schwer. Lebt dieses Kind wieder? Oh mein Goodness. Ja, man muss sie echt schnell töten, nicht, dass sie sich in Zyklopen verwandeln. Das ist wirklich ungeil. Jetzt gucke ich nochmal. Es gab hier verschiedene Türen. Kann ich die aufmachen? Die Tür scheint verschlossen zu sein. Okay. Kann ich hier was machen? Nee. Wir haben den Gräbern irgendwie was? Auch nicht. Dann hier ist hier oben nochmal ein wichtiges Tor. Oh, das geht sogar auf. Oh mein Gott, das sieht so nach Endboss aus. Ich gehe hier einmal ums Haus rum. Also ich hätte hier zumindest einen Kodama versteckt. Gott, wie die Leiche hier so rüberhängt. Yamato den Uchigatana. Okay. Da ist ein Dämon. Ich guck mal kurz, wie gut die Waffe ist, die ich jetzt gefunden habe. Vielleicht besser als das Doppel-Uchi-Katana aus Mino. Ha. Ich weiß nicht. Komm, ich nehme das rein. Eine Spitzhacke, okay. Fähigkeiten erlernen. Mit dem Katana selber ist eigentlich auch ganz gut, wenn man da was hat. Wie viele Points habe ich noch? Ich kann noch 8 in Onmyo Magie verteilen. Oh Gott. Bei Benutzung nimmt deine Dings ab.
Was habe ich hier? Feuerschuss, Talismane. Sonstige erforderliche Ausbildung. Man braucht also mehr Ausbildung, um da Dinge zu lernen. Brandschutz, Feuerschuss. Was kann ich denn hier noch alles machen? Schattengeschoss, was ist das? Yokai-Schutz 100, komm. Pimpen wir das. Erhöht die Reichweite der Reinigung. Kann zwei Schockwellen beihalten? Nee. Irgendwelche anderen Talismane auch nicht. Ich will eher so passive Upgrades haben. Blutbad-Talisman. Bei Benutzung wird deine Verteidigung reduziert, aber dein Angriffswert erhöht. Nee, ist mir auch zu gefährlich. Glückstalisman. Wird es leichter, seltene Gegenstände zu finden. Ist eigentlich ganz cool, aber ist sehr teuer. Schutzgeist-Talisman. Was ist das? Erhöht die Omnio-Magie-Kapazität um 4. Ja, das ist doch praktisch. Okay. Nicer, nicer. Durchsuchen. Ich hab da gerade ein neues Speer gefunden, ich weiß nicht, ob das gut ist. Ne. Einen neuen Speer, so rum. Da ist eine Tür. Okay. Der hält auf jeden Fall gut aus. Oh, komm, nee, komm, leck mich. Du hast so gewollt. Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Was? Ich habe Wind gesät. Was passiert? Nein. Okay. Das hat mich überrascht. Diese Kackwand hier, ne? Und dann muss ich ja gleich wieder dieses Gör hier wegschnetzeln. Wo ist es? Da ist es. Okay, das geht zum Glück relativ schnell. Ich hatte das Gefühl, dass das in der ersten Beta schwerer war. Ich glaube, weil ich dieses Special-Ding aktiviert habe, bin ich einfach unvorsichtiger geworden. Hier rennt auch noch ein Dude rum. Ich habe den ja eben schon gesehen. Da ist er. Okay. Ich habe ihn den Arm abgepiekt. Sehr schön. 6 Stunden später. Ich könnte ja mal Feuer drauf machen. Macht auf jeden Fall ein bisschen mehr Schaden als ohne Feuer. Oh, da war ich gerade schon fast ein Stück zu forsch. Kann ich hinter die Wand? Nee. Okay, ich muss da raus aus dem Gefrimsel. Was macht er denn? Ja! Elixier! Irgendein schlechtes Item. Was kann ich hier? Kann ich hier predigen? Beten? Eine Tür aufmachen. Die Tür kann ich nicht aufmachen. Hier ist jemand gestorben. Genau an der Ecke, der Arme. Der tut mir leid. Mehr ist hier nicht. Hier ist wirklich nur diese verschlossene Tür. Okay. Dann muss ich doch unten an diesem Safe Point weitergehen. Ich glaube, rum komme ich nicht ums Gebäude hier, ne? Nee. Bäh. Na denn. Wollen wir mal. Echt kein Plan, was mich hier noch alles erwartet.
Aber ich mag die Stage. Also die Stage gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Also das sieht dann wirklich nach Abriss aus, wenn ich da lang gehe. Also wie so eine Dark Souls Boss Nebelwand. Deswegen gehe ich erstmal hier links hoch. Und da lungert auch schon wieder so ein Eklon. Kriege ich irgendwie seinen Kopf. Oh ja, super Aiming. Toll. Oh, jetzt habe ich mich auch noch geheilt, obwohl ich... Oh. Der sah von Weitem sah der größer aus. Ja, muss man glaube ich immer unterscheiden in diese großen oder in diese kleinen Gegner. Ich werde gleich mal das Nagi Kusa Schieß mich tot austesten. Weil die Waffe hatten wir noch nicht. So, wechseln. Schon geil. Oh mein Gott. Und hier die Angriffe. Zack, 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 zack. Hier, ja. Hui, ha, hier, da. Vor allem in der mittleren Haltung kann man, glaube ich, wenn man von mehreren Gegnern umzingelt ist, da so ein bisschen was wegtreffen. Ja, schon ganz cool, aber ich bin ungeübt mit dem Ding, deswegen nehme ich wieder das Yamato Den Uchigatana rein. Aber es sind auf jeden Fall Waffen, mit denen kann man sich mal beschäftigen. Also sind ganz, ganz nice. Ah, okay, jetzt weiß ich, wo ich bin. Den Weg drumherum quasi. Kommt doch links bestimmt einer, der mich überraschen will. Achso, ja, so ein Dämon ist da. Dann mache ich erstmal den. Maximale Vertrautheit erreicht für Speer und Lack bekommen. So, ist jetzt der Speer irgendwie Overkill-like oder? 117, also das ist auf jeden Fall Schadensbonus für Vertrautheit C+ brechen. Ja, man merkt das, die werden echt besser. Und die andere Waffe wird, ich erhalte auch Vertrautheit, obwohl ich die nur mit habe und nicht benutze. Das ist auch ganz praktisch. So, ich kann ja Gift auf meine Waffe legen. Mache ich jetzt mal. Oh, puh. So, bei dem bin ich mal so ein bisschen konzentriert. Wir haben ja gesehen, was passiert, wenn man da nicht aufpasst. Sag mal, kann er nicht vergiftet werden? Sind Ausdauer aus alle. Er ist gleich tot, er ist gleich tot. Nice! Dämonenhorn schon wieder. Ich habe immer noch nicht geguckt, was das ist, aber ein neues Ausrüstungsteil. Irgendein Fragment. Ausrüstung. Wie sieht's denn hier aus? Da haben wir nichts Neues, was mich irgendwie interessiert. Hier haben wir ein paar Sachen, die sind vom Gewicht. Das hier ist sogar vom Gewicht her besser. Das jetzige. Ich rüste das mal aus. Was geht hier ab? Hier geht nix. Das hat 37. Ich brauche aber Ausdauer, bräuchte ich. Und das würde auch zu schwer sein für mich. Das hier ist aber besser. Und hier, nö. Und dann kann ich ja nochmal gucken, was dieses, wie heißt das, Dämonen schießt mich tot? Das ist gar kein Benutz-Item oder was? Neue Gegenstände? Gebetsperlen. Aha. Zu viele Items, ey. Dämonenhorn, eine Stange. So, man braucht das bestimmt beim Schmieden, ne? Wenn man seine Waffen schmieden möchte, außerhalb von der Mission, dass man da ein bisschen was machen kann. Okay, gut zu wissen. Hier war noch dieser Bombenschmeißer-Typ. So. Got you.
Horokudama kann ich nicht mitnehmen. Aber hier liegt noch was. Schlüssel zum Tempel. Habe ich den vorhin nicht gesehen? Okay. So gucke ich mir die Umgebung also an. Ich gehe jetzt nochmal zurück. Nicht hier lang, sondern erstmal den anderen Weg. In der Hoffnung, dass der Schlüssel irgendwie passt. Und an den Tempel mag ich jetzt nicht gehen, weil dann die ganzen Gegner natürlich wieder respawnen. Und da habe ich jetzt nicht den größten Bedarf für. So, hier war zum Beispiel eine Tür. Aha. Ein Gegner, komm. Nee. Oh, Jumonji-Speer. Beschwörerkerze. Irgendeine Medizin. Irgendeinen anderen Scheiß. Ausrüstung. Wo ist das Jumonji-Speer-Dings? Schaden gegen Rückkehrer ist besser. Parieren ist besser. Angriffsverstärkung. Wahrscheinlich ist der Speer besser, wenn ich die Vertrautheit erhöhe. Brechen hat er nicht. Oh, ich weiß nicht. Ah, komm. Komm, ich nehme den jetzt. Boah. Sieht auf jeden Fall bedrohlich aus mit diesen drei Zacken. Es gab doch auch Items, die Vertrautheit erhöht haben, oder? Hab ich sowas? Stellt dein Leben vollkommen wieder her. Die Schutzgeister von... Ah, wenn ich meinen Schutzgeist irgendwo verliere, dann kann ich den damit rufen. Ist auch sehr schön. Wenn du sie trägst, speist sie Flammen und verwundet damit Feinde in der Umgebung. Ist das ekelhaft. Wettstein. Oh, Wettstein macht das. Benutzen. Ja, ich glaube, am Anfang, bei der ersten Beta... hatten die Waffen wirklich sowas wie eine Schärfe und man musste die immer auswechseln, bevor die Schärfe alle wurde. Und da hat ein Wettstein noch Sinn gemacht, jetzt erhöht es halt einfach nur die Vertrautheit. Oh mein Gott. Ey, ich habe den gleichen Speer wie er. Kick. Batz. Oh mein Gott, ich habe... War nicht cool. Okay. Sieht jetzt aber auch so nach Endboss aus. Oh Gott, das ist der Boss. Ich hätte die andere Tür nehmen sollen. Ach du Scheiße. Oh Gott, sie ist so traurig. Oh mein Gott. Ist das ekelhaft. Lass mal gucken. Wow! Hola, lass das mal. Gift auf meine Waffe packen. Au! Bin ja jetzt schon klinisch tot. What? Pieks, besten Pommes! Oh. Alter, nein! Heil dich! Feuer? Blocken kann ich das? Ah, Bombe!
Boah. Bombe! Ah! Okay, okay, okay. Du bist so ultra Ranslon. Oh, was? Was hier mit Umgebungsangriff? Heilen, 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 heilen. Alter Falter! Du bist... Oh, ich bin tot! No! Sobald sich die Dämmerung, bla bla bla. Egal. Scheiße. Okay. Ich habe ja eben gesehen, dass es ein Item gibt, womit ich mir... War das das? Ja, komm, benutzen. Jetzt habe ich meinen Seelenheini mir wieder zurückgeholt. Ich glaube, wenn ich gestorben bin, sind die Gegner eh wieder alle da, oder? Ich guck mal kurz. Ah, nee. Oder doch? Ich seh's ja auch gleich an dem kleinen Zwerg, der da ist, oder nicht? Ja, okay. Ey, hör auf. Sag ich dir. Hör auf! Ich gehe jetzt nochmal den anderen Weg lang. Miau, ich bin so schnell. Wow. Achso, nee, da schmeißt er ja mit Bomben. Oh Gott. Ist das ein Evil Boss? Ist echt ein Evil Boss. Wen haben wir hier? Was ist das? Das habe ich ja noch nie gesehen. Es ist gruselig. Oh, geiler Move. Nee, lass mich heilen. Wow. Peaks. Ah. Oh nein. Ah. Diese Kackschüsse, die er da macht. Oh nein, ich sterbe. Geh da weg. Heil dich. Ah, bitte, please. Oh Gott. Ich hab echt Panik. Nee, ich nehme lieber wieder den Mittelkampfstil. Ich hab gemerkt, dass ich mit dem... Oh ja! Oh! Feder eines was? Rabentengu. Irgendeine Waffe, Raufbold, Rabentengu, Toko. Den Arm, ey. Oh. Okay. Und das war ja nicht mal der Boss, das war jetzt nur so ein leichter Zwischengegner. Aber hier rumgehen. Okay, nichts gefunden. Truhen zur Belohnung. Holzhammer. Irgendwelche anderen Sachen. Doppel-Uchigatano aus Mino. Geisterstein locker eines berühmten Ninja. Das heißt jetzt Boss Battle Mode. Weiternehmen. Dafür werde ich erstmal beten. Nicht wundern, ich esse gerade nebenbei. Bin ich kurz ruhig. Ich habe noch ein Item gehabt.
So, erstmal die ganzen kleinen Geistersteine benutzen. Dann, was habe ich noch? Räucherwerk? Lockt Yokai an. Ne, bitte. Irgendwelche Medizin. Verringert Fallschaden und verstärkt die Abwehr gegen Windangriffe. Locke eines berühmten Ninja. Haarlocke. Gibt 5 Ninja-Punkte. Das wollte ich benutzen. So. Fähigkeiten erlernen. Ninja. Was können wir denn hier? Du hast 7 Schuriken. Die helfen mir hier nicht. Ölkäferpulver, Antitoxin hilft mir nicht. Giftschuriken, Lähmung. Irgendwelche Pillen, Blendschalen, Kayakudama, des Siegerstils, bereit, die explodieren und Schaden versuchen. Was? Zeig mal. Puff. Oh, süß. Hm, was ist das? Erhöht die Anzahl der Pfeile, die du bei dir tragen kannst, um 3. Oh, bestimmt ist das praktisch. Das, du erhältst 2 Behelfsgeschoss-Schriftrollen bereit. Wenn du sie benutzt, du eine Fernkampfer einmal abfeuern, selbst wenn du keine Munition mehr hast. Jutsu kosten 6. Erhöht die Anzahl der Kugeln, die du bei dir tragen kannst. Erhöht die Anzahl der Kanonenkugeln. Das erhöht die Menge des heiligen Wassers. Drücke Dreieck oder Viereck, wenn du dich gegen einen bewaffneten menschlichen Gegner verteidigst, um ihm die Waffe abzunehmen und einen Gegengriff anzuführen. Kann nur mit bloßen Händen ausgeführt werden. Zeig mal, wie sieht das aus. Ah, schon geil, oder? Hier, die Ninjutsu-Kapazität steigern. Und gib mir Kayakudamas. So, jetzt gucke ich nochmal nach der Ausrüstung, ob ich irgendwie da noch was krasseres habe. Ja, ein Holzhammer, ne. Ich fühle mich, als sei ich schon gut ausgerüstet. Die Vertrautheit ist jetzt halt einfach nur ein Problem. Was ist mit dem Ding? Warum sieht das so gut aus? Ist auf jeden Fall leichter als das jetzige, was ich habe. Ich nehme das einfach mal. Dafür ist das viel zu schwer, das kann ich nicht tragen. Das ist eigentlich auch schwerer, aber das kann ich gerade noch so tragen. Was ist mit dem? Das wiegt auch zu viel. Okay. Dann muss ich jetzt nochmal beten und irgendeinen Wert verbessern. So, Schutzgeist. Wie viel hast du gebraucht, damit du besser wirst? 9. Stufenaufstieg. Er braucht 9, dann kriegt er 9. Herz. Stärke. Ausdauer. Ja, Ausdauer ist eigentlich auch echt praktisch. Körper. Ja, komm, ich nehme jetzt einmal Körper. So, Schutzgeist ist jetzt gepimpt, hat Nahkampf, KI-Redirektion kritisch, 20 Gedöns, bla. Jutsu bereit machen. Jetzt kann ich beide bereit machen, ne? Ja, Feuerschuss-Talisman und den anderen. Kann ich hier auch beide? Okay. Hier habe ich nochmal zwischen den Dingern mit R2. Okay. Ausrüsten. Tauchen die unten auf, oder? Feuerschuss. Und Kayakudama im Iga-Stil. Und dann nehme ich hier nochmal das, die andere Medizin mit rein, zum Heilen. Auf geht's! Ich habe, ich muss ja wieder kämpfen. Wäre das Einzige, was man machen könnte, Vertrautheit ein bisschen leveln. Für den Boss. Aber ich weiß nicht, wie lange das dauern würde und ob ich da Bock drauf habe. Okay. Was war da? Da ist ja noch so ein Dude. Hab ich den übersehen beim ersten Mal? Kommen die nochmal, die Gegner, oder nicht? Ah, nur der Kleine, aber ich glaube, der Große kommt nicht nochmal. Ist er gerade wieder aufgestanden?
Patz! Oh, dat Kick. Ey, hör mal auf! Ich sag dir. Ah, oh, ja, super, super großartig treffen lassen. Das muss ich halt heilen. Ich hätte ein paar Waffen kaputt machen können, damit ich mehr Tränke kriege. Aber jetzt auch egal. Wünsch mir Glück. Ah. Schön, wie ich richtig viel sehen kann. So, da sind wir wieder. Wo ist mein... Nein! Wo ist mein Hundi? Oh, komm her. Oh. Oh, du bist das personifizierte Böse. Why? Heilen! Oh shit, jetzt schon wieder die Ausdauer alle. Pigs! Oh mein. Ja. Menschenfresserin, okay. Läuft. Oh! Puh! Heil! Oh! Nein, beweg dich, beweg dich! Heil dich! Oh Gott! Es ist so... Oh, fucking Jesus. Oh, das ist aber auch nicht kräftig. Oh, was soll ich denn? Was? Mhm. Los, pimp das Feuer rauf, pimp das Feuer rauf. So, ich habe jetzt den Kampfstil gewechselt auf einen flinkeren. Oh, was denn, ey? Da weicht man schon irgendwie aus wie ein junger Gott und dann sowas. Ah! Ja, komm, Lecco Mio. Dafür ist danach meine Ausdauer auch immer sofort alle. Ah ja, okay. Hm, leb wohl, gedreckt. So, Leute, es ist soweit. Ich spiele online, um das zu schaffen. Und verbeuge mich erstmal für Cordphil. Hallo. Hast du gerade die Items bestimmt hat er gerade überlegt, wie er eine Begrüßung machen soll. Bist du gerade geistig abwesend, Phil? Ah, jetzt. Jetzt hat er es gefunden. Sehr schön. Okay, dann wollen wir mal. Ich weiß gar nicht, ob die ich erst. Nee, komm, Phil, komm. Phil. Ah, okay, dann nicht. Hat's nicht verstanden. Ich wollte nämlich dann einfach direkt zum Boss, aber...
will hier lang. Bitte. Die Gegner könnte man ja auch nochmal schnell machen. Okay. Dann wollen wir mal. Ich hab so Angst. Wo ist mein? Da ist mein. Okay, im letzten Moment ausgewichen. Sehr schön. Er benutzt Wasser, vielleicht hätte ich das auch machen sollen. Noch ein Wasser-Upgrade. Ich nehme das jetzt einfach mal rauf, meine Waffe. Was ist das denn? Man denkt immer, die lernen nicht noch mehr Moves, dann machen die sowas. Oh, Phil, sorry. Okay. Oh, fuck, jetzt hat er mich gegriffen. Oh, ja, genau, gleich into Ultra-Kombo. Oh, was ist denn das für eine Scheiße? So, Geosch 92 haben wir jetzt im Team. Hallo Geosch, ich verbeuge mich vor dir. Nisa, Miedegre. Hi. Okay, auf geht's. Ich hoffe, er folgt mir. Folgt er mir? Er wurschtelt noch im Menü rum. Ich warte auf dich. Okay, da kommt er schon. Was machst du denn da, verfickte Scheiße? Mein Gott. Ja, ich glaube mit Geosch, das sehe ich jetzt schon kommen, dass das nichts wird. Und rein hier. Okay. Oh, fuck it. Aber heilen. Okay, jetzt macht Geosch aber guten Schaden. Okay, jetzt hat er wieder Geosch im Aiming. Also auf jeden Fall, Wasserwaffen sind, glaube ich, die richtige Wahl. Und gerade gab es Lag.
Okay, warte. Ah, die Waffe wieder pimpen. Das war's raus. Okay, komm, komm, wo? Wow, wow, wow. Weg, 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 weg. Ah, nicht geschafft. Okay. Aus alle. Das war eigentlich ein bisschen ausnutzen, aber meine ist auch alle. Okay, ich weiß nicht, was mit den Blumen jetzt ist. Das kenne ich noch nicht im Kampf. Ah, jetzt macht sie wieder diese Ultra-Kombos. Ich mach mal so ein Safety hier. Oh fuck, ich glaube, ich muss da weg. So, ich schmeiß jetzt meine ganzen Bomben nach dem Vieh. Und you too! Der Feuerverbrennung. Ah, schade, mein Dude ist tot. Fuck! Heilen! Oh. Nein! Wow, 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 wow. Oh, scheiße, scheiße, heil dich. Nein! Oh Gott, Timing war nicht gut. Nein, was ist denn mit dir? Raus, 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 raus! Heilen! Komm, Ausdauer von den Kackvieh alle. Oh! Scheiße. Ah! Ah! Ach, Scheiße. Oh, ich bin so angespannt. Oh nein! Don't do it! Oh, ah, ah! Ah! Ja! Oh mein Gott, Mission abgeschlossen! Ungewöhnliche Quote. Speer, Mengu, schieß mich tot, Handrohr und all den ganzen anderen Scheiß. Oh! Oh! Nagi, Kusa, Ragami, Shillifon, Item. Oh. Oh mein Gott. Fortfahren. Du verlässt die Mission Kessel im Ausgangspunkt zurück. Oh. Oh. Besessen von Gyokuto durch Geistheilung. What? Keine Ahnung. Oh, ich schwitze. Beim Spielen. Das ist ja schlimmer als Mario und Sonic bei den Olympischen Sommerspielen. Oh. Erinnerung an Todeshell, Lilien. Der Abschluss der Pro-Version wurde in den Systemdaten festgehalten. Hierdurch kannst du in der Vollversion des Spiels eine Belohnung erhalten, indem du den Punkt Segen im Schreinmenü wählst. Du kannst das Zeichen des Eroberers öffnen. Ja? Gib mal. Laden. Ich sag doch laden!
Nur Spieler, die eine Stage in der Demo zu Ende spielen, erhalten. Ja, aber das habe ich doch schon mal eh bekommen. Guck mal, wie toll das funktioniert. Läuft bei euch. Wow. Okay. Zwielichtmission, die blütende Spinnenlilie freigeschaltet. Ach ja, genau, wenn man eine Mission geschafft hat, kann man sie in der Zwielicht-Variante machen. Dann ist die einfach nochmal einen Zacken schwerer. Einladung des unübertroffenen Kriegers. Ach du Scheiße. Belohnung, da kriege ich Raikiri. Blitz. Das mache ich vielleicht in der nächsten Folge. Ich muss mir das nochmal überlegen. Die ist eine Zwielichtmission. Oh Gott, Level 25. Oh, das Spiel ist so böse. Das war's erstmal mit der Folge. Also liken, teilen, kommentieren, abonnieren. Tschüss.